Dann haben wir hier nochmal den Römer gefunden. Und diese Fibel ist römisch. Oh, da, ich sehe was, es ist rund. Oh, oh, Leute. Oh mein Gott. Leute, das sieht sehr geil aus. Da, eine Fee! Eine römische Münze, ein Silberdinar. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder im hohen dänischen Königreich unterwegs. Hier wieder auf dieser Wiese, wo wir schon einmal unterwegs waren. Und ja, wo wir schon ein paar schöne Knöpfe gefunden haben, wo auch unter anderem schon eine Fibel gefunden wurde. Ja, 500 Meter Entfernung, eine alte Wikingersiedlung, ja, einfach mal in der Vergangenheit war. Also super spannend. Und heute geht's wieder los. Ich nehme euch mit. Sehr viel Fläche, super Potenzial. Wir waren hier schon einmal drauf und ja, ich sag einfach nur Daumen drücken, keine Erwartungen reinstecken, denn das hat ja natürlich auch die Erfahrung schon gezeigt. Ich würde sagen, bis zum ersten Signal. So Leute, es geht auf jeden Fall ab. Jetzt wird hier schön gesondelt. Gucken wir mal, was denn heute wieder aus dem Boden kommt. Ich habe richtig Laune mit dabei, bin heute aber ein bisschen ja wieder gestiefelte Kater unterwegs, weil es ist super warm. Ein sehr leichtes Signal auf jeden Fall. Gucken wir mal direkt, ob denn da was kommt. Um die 90. 45. Jetzt wird es auf jeden Fall klar. Schauen wir mal, ne? Ich hab's in der Hand. Und es ist... Wow, auch ein Knopf direkt. Ich habe auch direkt einen Knopf. Super. Sogar ein sehr schöner. Kam ganz leicht rein. Wow. Auch mit Öse. Ja, mega. Wow. Super. Zeig mal deinen. Wunderbar. Perfekt. Oh, auch schön. Ja, Freunde, guckt euch das an. Direkt gleich zwei Knöpfe für euch. Heute auch wieder doppelte Fundmenge. Wunderschön. Blende ich euch auch nochmal ein. Ganz große Klasse. Weiter geht's. Cool. Guck mal, da ist die Rückseite auch mit Öse. Na denn, so kann's anfangen. Super, weiter. Genial. Ja, los geht's. So, packen wir doch mal direkt rein. Mega. Das sind auf jeden Fall die Funde, die ich jetzt so letztes Mal in Dänemark gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich lasse das jetzt hier mal so alles mal so drin in dem Coinpad, bis es halt überquillt. Wunderschöne Knöpfe bisher auf jeden Fall. Und ja, langsam vorarbeiten. Und bleibt auf jeden Fall am Ball, Leute. Wer weiß, was heute noch kommt. Ich freue mich dermaßen auf jeden Fall, dass ich euch wieder mitnehmen darf. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. So, weiter geht's. So, Leute. So, da geht's ab. 44. Freue ich mich auf jeden Fall. Ah. Scheint draußen zu sein. Ich sehe dich nicht. Wo denn? Bist du so lütt oder was? Irgendwie Alufragment. Endlich habe ich es zusammen. Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Abend. Beziehungsweise 18 Uhr haben wir es jetzt gerade. Das ist nicht so hot. Und das ist ein bisschen Alu-Schnipsel. Das macht aber nichts. Jedes Signal ist weg. Weiter. So, hier gehen schon die ersten Jubelschreie. Da bin ich mal gespannt. Geh mal rüber. Guck mir das an. Warum da so gejubelt wird. Das ist komisch. Da war doch gerade so ein richtig schönes Signal. Ne. Guck mal. Ich hab's aufgespießt. Freunde, oh mein Gott. Ich habe ihn voll mitgenommen. Shit. Oh, was ist das denn jetzt? Das ist mir noch nie passiert. Verdammte Axt. Ja, okay, es sieht aber auch nicht historisch oder so aus. Eher Schrotpatrone. Oh, voll aufgespießt. Na okay, gut, weiter. Mal gucken, was uns der heutige Tag denn bringt. Auf jeden Fall frische Luft und ich hoffe, euch geht's allen gut auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, besonders in so schwierigen Zeiten. Und da würde ich sagen, weiter geht's. Ja, bin mir ein bisschen unsicher. Persönlich würde ich sagen, dass es nichts Gutes, aber 29. Ein bisschen Koksgestein auf jeden Fall. Ja, mit dem Hot-Programm kannst du das auf jeden Fall sehr gut erkennen. Wenn da keine klare Diagonale kommt, dann brauchst du es eigentlich nicht graben. Ich mach's trotzdem. Und würde sagen, weiter geht's, Leute. Guckt euch das an, wie wunderschön auf jeden Fall. Ah, ein Traum. Da sieht's die wunderschöne Sonne. Kriegen wir auf jeden Fall Farbe. Ja, weiter geht's. So Freunde, guckt euch das an. Die kennt ihr schon aus meinen Videos. Ein Sechsling Schleswig-Holstein-Scheidemünze 1700
9, würde ich jetzt sagen. Wunderbar, guckt euch das an, wie schön ist die denn. Toller erster Fund, tolle erste Münze heute. Ganz große Klasse, super Glückwunsch, echt. Ich würde mal sagen, das ist ein guter Indikator auf jeden Fall. Wow, mega, wie lag aber gar nicht so tief, oder? Ne, guckt euch das an, wunderschön auf jeden Fall ausgehoben. Mit dem Equinox 800 auf jeden Fall von MineLab. Sehr zu empfehlen, ist wirklich ein Top-Gerät, komplett wasserdicht. Wie gesagt, auch eine super Tiefenleistung und damit wurde auch schon die Fibel gefunden. Also damit machst du nichts verkehrt. Tja, Leute, alles klar. Ich würde sagen, weiter geht's, das ist ja wunderbar. Ja, Leute, so, erste Münze auf jeden Fall schon mal. Richtig feines Ding. Da kann man doch nicht meckern. Jetzt geht's weiter. Bis zum nächsten, Leute. Bip, 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 bip. 55. Es geht ab. Ein wunderschönes Signal. Bleibt weiterhin bei 55. Das ist schon mal sehr gut. Mal schauen, was uns der Boden denn heute bringt. Also, ich bin der Meinung, gehört zu haben, was da draußen ist. Und eigentlich... Oh, da, ich sehe was, es ist rund. Komm schon, oh, das wäre doch mal geil. Guck mal, Leute, da so, da knie ich mich auf jeden Fall hin. Könnt ihr das sehen? Da ist was. Wow, wow, wow. Ah, geil! Ha! Jawohl! Eine schöne Münze. Ja, wunderbar. Leute, zwei Münzen schon. Ah, jetzt bin ich aber aufgeregt, muss ich sagen. Ich zitter so ein bisschen, weil jetzt kommen hier manchmal natürlich auch Münzen zum Vorschein, die ich so noch nicht kenne. Aber was haben wir denn da? Ah, nicht so viel rumreiben. Ich versuche mal mit leichtem Wasser. Ansonsten packe ich es erstmal ins Coinpad. Ist ja mega, ey. Upsala. Sehr cool. Mann, ist doch schön. Ja, Freunde, weiter geht's auf jeden Fall. Das ist doch super. Guck mal, das wunderschöne Wetter. Oh, ein Traum, wirklich. Super. Super, super, super. Ja, ich kann gerade noch nicht so viel dazu sagen. Ich möchte nicht kaputt reiben. Deswegen stecken wir hier einfach mal rein. Und dann geht's hier gleich weiter. Oh, super. Sehr geil. Wirklich, es freut mich. Ist immer wieder ein Genuss. Also ich kenne so eine Münze noch nicht. 1900. Ich denke mal, was eine dänische Münze ja, hat, ne? 10 Euro vielleicht. Ja, Danmark. Ja, ja? 10 Euro. Okay. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon in kurzer Zeit, lass es mir wirklich eine halbe Stunde jetzt sein, zwei wunderschöne Knöpfe, eigentlich drei Knöpfe gefunden, zwei Münzen und ja, das ist doch schon mal super, ein geniales Anzeichen auf jeden Fall. Und ja, jetzt guckt mal hier, da hinten ist auf jeden Fall noch genug Fläche, könnt ihr auf jeden Fall so alles sehen und ist frisch gemäht auf jeden Fall. Na, ein bisschen ist schon gewachsen, aber ist auch in Ordnung. Wir können auch sehr gut schwenken. Auf jeden Fall. Würde mich über ein Like auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, geht's doch jetzt mal direkt weiter. Schauen wir mal, was auf jeden Fall der liebe Gott für uns heute doch nochmal bereithält. Besser geht's auf jeden Fall nicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start. Weiter, weiter, weiter. Und den Like-Button auf jeden Fall betätigen. Daumen nach oben, super. Und abonnieren, wer natürlich möchte. Und natürlich den Kanal abonnieren, denn wir werden hier regelmäßig auf jeden Fall weiterhin auf die Schatzsuche gehen, auch hier in Dänemark, aber auch in Polen und ja, EU-weit, deutschlandweit und dann immer alles mit offizieller Genehmigung. Super geil, wirklich. Hab gute Laune. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid, beziehungsweise du. So, bis zum nächsten. So, nächster Live-Dick. Ah, Gott, oh Gott. So, aber warm hier. Was ist denn mit dem Boden hier los? Doch, da. Oh, ich sehe einen Knopf, Leute. Mit einer Öse. Auf jeden Fall schon mal hier. Guck mal. Da haben wir dich. Na? Was könntest du sein? Scheint blank zu sein. Kann ich so noch nicht einordnen. Klasse Sache auf jeden Fall. Gut, schon wieder ein Knopf. Schöne Indikatoren. Läuft hier auf jeden Fall. Es geht voran. Diese Schnalle hier ist übrigens so 1600 irgendwas. Also das kommt schon alles hin, ne? 1700, 1600, so die Funde. Ja, hier kommt noch mehr. Das ist sehr, sehr gut. Super, weiter. Okay. Na, warst du das? Ja. Und zwar Alu. Na, okay. Das macht nichts. So, Leute, guckt euch das an. Wir werden heute auf jeden Fall auch noch beobachtet von irgendeinem UFO. Da müsst ihr natürlich schauen. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal das nächste Signal. Ich hab's auch schon gesehen. Und zwar hier wieder eine Mutter. Guckt euch das an. Das ist Wahnsinn.
Nein, ist es nicht. Es ist auf jeden Fall nur ein Eisenobjekt, aber macht doch nichts. Sehr sonnig. Heute sogar mit Luftunterstützung mit dabei. Ja, bringt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß. Und wie gesagt, weiterhin, wenn irgendwer von euch Lust hat, mal mit mir zusammen zu suchen, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mich bei Instagram oder Facebook an. Dann können wir vielleicht sogar auch das irgendwie hinbekommen, dass wir einen Termin finden und ich bei euch mitsuchen darf. Natürlich alles mit Genehmigung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Signal. Mal schauen, was da heute kommt. Wie gesagt, schon 2 Münzen, ist doch geil. Weiter. So Leute, next one. Warte, an der Seite. Knalliger, schöner 79er. Mit wunderbarem Wetter. Pinpointer. Stockt irgendwie. Warum auch immer. Los geht's. Next one. Draußen. Ich hab's. Sieht rund aus. Schauen wir mal. Puh, ist das warm, Leute. Guck mal hier. Da liegt schon wieder. Kein Plan. Ach du Scheiße. Warte mal. Oh oh, Leute. Leute, warte mal. Oh mein Gott. Ja. Leute, das sieht sehr geil aus. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir haben da eine Fee. Ich glaube, wir haben was. Ja. Warte, ich habe kein Wasser dabei. Ich will nicht reiben. Leute, wenn... Es sieht verdammt alt aus. Es sieht... Ich bin der Meinung, einen Kopf zu erkennen. Könnt ihr das sehen? Ich muss Wasser holen. Da eine Fee! Da eine Fee! 100 Pro! Jau! Ich bin 100%ig, Leute, ich kann was erkennen. Ich kann einen Kopf erkennen. 100%ig, Leute. Oh mein Gott, warte mal, ich muss umschwenken. Da gehe ich mit der großen Kamera ran. Fuck, geil. Oh, Leute. Das ist so geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, das ist bedeutet, wir haben hier, wenn es so passt, wenn ich sage, dass... Da fällt sogar der Spaten um. Wenn es wirklich so ist, Leute, dann haben wir hier eine römische Münze gefunden. Ein Denar, irgendwie sowas in der Art, weil Kupfer wird es 100%ig nicht sein. Und ich habe... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so geil. Leute, das ist so geil. Ich muss das erstmal sauber machen. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung von Römern, Leute. Aber ich packe das jetzt hier ganz vorsichtig rein. Und dann sehen wir uns gleich mit der anderen Kamera beim Saubermachen. Ich gehe rüber. Warte. Wow. So, erstmal ein Erfrischungsgetränk. Skull. Skull. Das ist geil. Ja, Leute, so ist das. Wir starten rüber in die Münze, auf jeden Fall. Ja, Freunde, also ich habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit, ja, diese Zwischensequenz einzublenden, wie ich sie immer habe, in diesem ruhigen Zustand, aber hier könnt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal den, ja, römischen Denar sehen, der aber auf der einen Seite ziemlich angegriffen ist, leider, aber ich habe noch keine Ahnung, was für eine das ist. Da könnt ihr es auf jeden Fall nochmal sehen, eine römische Münze im, ja, hohen Norden, das ist doch der Wahnsinn. Und ich kann euch noch ganz viel darüber erzählen, auch über die Wikinger und so weiter. Ich meine, das ist ja das Spannende daran. Wie kommt eine römische Münze hierher? Wie kommt eine römische Fibel hierher? Ja, weil die damals schon so unglaublich vernetzt waren. Das ist der Wahnsinn, wisst ihr? Also ich werde auf jeden Fall jetzt gleich nochmal eine vernünftige Einblendung durchführen, dass ihr das nochmal, ja, richtig sehen könnt, weil jetzt hier gerade, ich bin natürlich echt aufgeregt und ich habe noch keine weiteren Infos. Und wenn ich euch gleich nochmal diesen Fund hier dann einblende und dann nochmal ein bisschen was zu erkläre, sind vielleicht schon mal 1-2 Tage vergangen, sodass ich halt mehr Infos hierzu habe. Das ist natürlich unglaublich geil, das ist der Wahnsinn, ne? So, meine Freunde, guckt euch das an. Eine römische Münze, ein, ja, Silberdinar.
soweit ich weiß, auf jeden Fall Faustina. Mehr kann ich dazu derzeitig nicht sagen. Ich habe das auf jeden Fall direkt dann bei dem zuständigen Archäologen dann gemeldet. Und ja, da bekomme ich dann wahrscheinlich noch eine genaue Rückmeldung dazu. Das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Fund und da könnt ihr auch mal sehen, wie so etwas ungefähr aussieht. Auch vom Aufbau her, von der Dicke. Und da erkennt man auch, dass hier zum Beispiel eine kleine Bruchkante ist. Und ja, auf jeden Fall ein unglaublich toller Fund. Ich bin der Meinung, das war so ungefähr circa 400 nach Christus, also sehr, sehr alt. Ich glaube, so einer meiner ältesten Funde so bisher. Also wirklich wunderschön. Hier hinten kann man auf jeden Fall auch nochmal was erkennen. Hier an der Seite ist es leider ein bisschen aufgebrochen. Das ist natürlich schade, aber ja, vielleicht hat auch jemand von euch direkt eine Ahnung. Wie gesagt, wenn man hier so ein bisschen vom Schimmer her gucken kann, erkennt man so ein paar Initialien. Aber es ist halt einfach noch nicht oder gar nicht mein Fachgebiet, deswegen ich kann dazu noch nicht viel sagen. Wenn ich das dann zu einem späteren Zeitpunkt dann mal weiß, dann sage ich euch Bescheid. Ich reinige so etwas jetzt auch nicht großartig weiter, weil ich finde, das überlasse ich den Profis und ich möchte halt auch nichts kaputt machen. Ich habe es mit leicht Wasser einfach gereinigt und es einfach jetzt so belassen. Ich denke, das ist vernünftig. Ja, super genial, oder? Also mir fehlen auf jeden Fall immer noch die Worte und sowas in der Hand zu halten, ist natürlich auch unglaublich toll. Ja, eine römische Münze, Leute. Also wirklich, wenn ich das hier gerade so... Also ich bin immer noch total aufgeregt darüber und freue mich extrem, euch das hier zeigen zu dürfen. Das ist wirklich ganz, 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 ganz große Klasse. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Römische Münze, ist das nicht genial? Ich bin einfach nur absolut sprachlos darüber. Es ist so genial. Freut mich auch, dass ich euch das hier zeigen darf. Ein Schatz, der natürlich gemeldet wird für die Archäologie, wieder was dazu beigetragen, bewirken konnten. Auch wenn es irgendwie vielleicht, sag ich mal, für andere ist irgendwie ein bisschen komisch ist, aber man hat halt zur Geschichte was dazu beigetragen und konnte halt jetzt feststellen, hier war jemand, der hatte eine römische Fibel, also sprich so eine Gewandnadel und ja, vermutlich halt auch diesen Dinar. Und das ist Geschichte einfach, wisst ihr? Das ist unglaublich, das ist faszinierend. Der Boden erzählt einfach unsere Geschichte. Und ich würde sagen, weiter geht's, Leute, weiter geht's. So, wie versprochen auf jeden Fall, jetzt heute mal eine Fibel. Und zwar hier aus dem hohen Norden. Und diese Fibel ist römisch. Guckt euch das an, wie wunderschön verarbeitet. So kam die dann aus dem Boden. Hier könnt ihr dann noch die Einrastung für die Nadel erkennen. Ja, ganz oben hier bei den Wikingern. Und da fragt man sich halt auch, wie kommt so etwas hierher? Aber ja, durch diesen ganzen Handel, der getrieben wurde, diese ganzen Kontakte, die damals schon herrschten, ist das halt ja einfach der Indikator dafür, der Beweis. Und die ist doch wunderschön, oder? Also das ist der echte Wahnsinn. Sowas nochmal zu finden, das wäre für mich ein Traum. Mal gucken, ob er irgendwann in Erfüllung geht. Aber jetzt auch noch im Zusammenhang mit dem Silberdinar, mit der römischen Münze, ist das natürlich der Wahnsinn. Ja, sehr, sehr schön verarbeitet. So, und da habt ihr nochmal ein bisschen so von der Nahaufnahme. Da könnt ihr auch ganz schön die Verarbeitung erkennen. Also wirklich ganz große Klasse. Sehr, sehr schöner Fund. Da habt ihr nochmal die Rückseite. Und dann habt auch vielleicht der eine oder andere mal einen Eindruck davon, dass so ein Fund was ganz Besonderes ist. Und das auf jeden Fall zu melden ist, das ist natürlich klar. Ja, wunderbar. Also wirklich unglaublich. Sehr, sehr schön. So, wir machen hier gerade nochmal einen kleinen Zwischenstand. Guck mal, hier nochmal ein wunderschöner Knopf für euch. Ja, wie ihr merkt, auf jeden Fall gute Laune. Eieiei, der ist aber auch richtig schön. Sehr toller Knopf auf jeden Fall. Leute, auf jeden Fall, guckt doch mal hier. Dann haben wir hier nochmal ein, ich würde sagen, Endstück von einem Gürtel, ne, wo das dann am Ende befestigt ist. Aber wenn ihr vielleicht eine Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ein wunderbarer Suchvorgang und Wahnsinn, Wahnsinn. Dann haben wir hier nochmal den Römer gefunden, ist aber jetzt nichts Besonderes. Ja, deswegen kann es eigentlich weg. Nein, Spaß beiseite, wo ist er hin? Warte, mein Römer. Nein, warte. Lass ihn hier. Nein, warte, ich habe ihn doch gleich, ich habe doch meinen Pinpointer. Ja. Warte, er ist hier, irgendwo. Oh. Was hast du da? Oh mein Gott! Eieiei! Ja, Leute, nein, Spaß beiseite. Das ist
ein Roman, ist schon wieder runtergefallen. Was ist denn los? Den kannst du bei Wish, oder? Ja. Bei Wish kannst du die kaufen. Kostet nicht viel. Aber ja, ein kleiner Spaß beiseite. So kannst du auch auf jeden Fall mal einen Sammelkollegen veräppeln. Wenn du mal unterwegs bist und möchtest dir mal Spaß erlauben, dann vergräbst du das einfach und dann schaust du auf jeden Fall zu, dass der da an der Stelle auf jeden Fall mal kurz gräbt und das Signal empfängt und dann das auf jeden Fall mal aufnehmen. Könnte ein guter 1. April-Scherz sein. Nur mal so als Tipp am Rande. Ja, gute Laune auf jeden Fall, wie ihr merkt. So, Freunde, was für ein krasses... Ey, ich befehle sowas von die Worte. Was für ein Fund. Es ist so genial. Mir fehlen die Worte. Heute eigentlich ein unglaublich toller Traumsuchvorgang. Wow, wow, einfach nur genial. Und dafür wird es auch noch belohnt mit dieser wunderschönen Aussicht hier. Wow, also es ist einfach nur toll. Besonders auch mit diesem Wetter. Leute, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich werde es ja im nächsten Video hier auf jeden Fall weitersuchen. Nehmt euch weiterhin mit. Ich bin hin und weg, wirklich. Also, ich bin gespannt, was ihr sagt zu diesen Funden, beziehungsweise auch zu dieser römischen Münze. 100%ig römisch. Ich weiß noch nicht, wie sie ungefähr einzuordnen ist. Ich habe wirklich keinen Plan, weil ich mich damit nicht so gut auskenne. Aber ihr habt heute eine römische Fibel gesehen, eine römische Münze. Und das ist wirklich krass. Man muss sich durchkämpfen, man muss einen langen Atem haben. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hol der von meiner Wiese, aber ganz schnell.